Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Engineers zusammen mit Nephias. Ich bin Goro bei. Und wir haben geguckt, was die Combustion Engine für Energien benutzt. Sie benutzt nämlich Öl und Wasser. Soweit wir das sehen konnten, auf jeden Fall. Yep. Oh, fuck. Und der Goro muss gleich mal hier seine Meinung über das Dach kundtun. Wo muss ich da hingehen und mir das angucken? Von draußen oder von drin? Ich glaube, von draußen wirst du nicht viel sehen. Sache ist ja noch nicht fertig, aber so wie das Muster ist, was du dir ausgesucht hast. Okay, dann komme ich mal nach draußen. Was sieht, ob das gibt die Treppe ein anderes Muster? Gucken wir mal. Nee, die Treppe geht gar nicht, auch gut. Oh mein Gott, Nephias! Sieht doch geil aus. Was soll lassen? Ja, oder? Ja, ne? Vielleicht müssen wir dann das komische Cobblestone-Dach, was ich hier gemacht habe, mal abreißen dann. Was? Aber sonst? Du brauchst aber ganz schön viele Carpenters-Blöcke, oder? Ja, das Holz haben wir ja. Das sagst du jetzt so einfach. Hey, das habe ich in Trust and Betrayal geschafft, dann schaffen wir es jetzt auch hier. Ja, gut, aber... Aber in Trust and Betrayal hatten wir auch die Minions. Gibt's die hier auch? Nee, ne? Nee, haben wir schon mal nachgeguckt. Echt? Die Mini-Uzi gibt's. Ich rede jetzt einfach nicht mehr mit ihm. Warum? Nee. Warum? Nur weil ich die Mini-Uzi will. Ja, okay, wir machen uns die Mini-Uzi, komm. Juhu! Was soll der Geiz? So Leute, ich baue jetzt eine Pumpe. Das ist immer, wir sprechen aber von der Buildcraft Pump, ne? Es gibt nur die. Okay, dann gibt es halt nur die. Gibt's halt nur die. Nerv mich nicht, mach das jetzt Singleplayer Let's Play. Ich mute mich jetzt. Jetzt. Oh. Okay, ich kann's nicht übers Herz bringen. Du könntest das gar nicht allein. Könnte ich auch nicht. Allein würde ich das hier nicht spielen. Pumpe ist fertig. Weißt du, vor der Aufnahme sagte, oh, die Pumpe ist so anstrengend. Ja. Hätte ich das gewusst, dass sie so easy going ist, Leute. Gibt es dann auch noch diese großen Tanks? Diese großen Tanks? Ja, die fetten Iron Tanks gibt es noch, ja. Können wir das nicht aber in einem. Viel Eisen. Können wir das nicht in einem Open Blocks Tank machen? Könnte man. Iron Tank hier. Oh. Das ist natürlich die geilere Variante, so ein Iron Tank. Boah, ich komme in meiner Hose. Was ist das denn? Was denn? Ach so. Was? Ender Tank. Ja, geil. Blaze Rods halt, ne? Ja. Ich gehe ja dann das schon holen. Ich hab's schon verstanden. Nee, musst du nicht. Warte mal. Lass mich mal kurz überlegen. Geht es denn in einen Open Blocks Tank? Ja. Bestimmt. Kannst du ja einen kleinen nehmen. Einen Eimer Öl holen und dann gucken, ob es da reingeht. Okay, dann baue ich mir meinen ab. Ja, nimm dir mal eine Ecke. Ja, geil, sind XP drin. Dann schlürfst sie raus und gibst sie rein, ey. Sind ja nur 30 Level drin. Was ist ein XP-Schlürfi? Guten Tag, ich bin ein Schlürfi. So. Weißt du, wir sammeln die XP, aber haben noch kein Enchantment-Table. Nö, warum auch? Zu armselig. So, Leute, dann Papa geht jetzt mit Öl spielen. Mal nicht anzünden, bitte. Da vorne ist die Ölquelle, ne? Ist kaum zu übersehen. Wo kann ich denn da die... Müsste, ja, kann sein, dass... Es wäre natürlich doof jetzt. Nee, oben an der Spitze müsstest du eigentlich Öl abkriegen. Wie soll ich denn da hinkommen? Reinschwimmen. Ich hab schon einen habe ich schon, die müsste nur anklicken. Wow, es funktioniert.
geile Scheiße. Oh, Scheiße. Was war das jetzt? Das war... Kage war das. Das war dänisch. Das war Scheiße. Wieso kann ich da jetzt nicht mehr draufklicken? Willst du mich verarschen? Ah, okay. Okay. Ja, geil. Dann die Open Blocks können wir machen. Dann muss ich unten einfach nur die Engine wieder anschließen, damit wir noch ein bisschen Obsidian... Wobei, wir haben genug Obsidian eigentlich, ne? Ja, für Tanks haben wir, glaube ich, genug, oder? 4 braucht man für einen... Ne, für 2. Und Wasser unendlich kriegen wir ja hin. Aber würdest du dann den Tank lieber in die Overworld oder würdest du den Tank lieber in der... Ich würde... Wir brauchen sowieso 2 Ender-Tanks. In der Overworld sieht's geiler aus, ne? In der Overworld könntest du halt sehen, wie viel Öl noch da ist. Machen wir das in der Overworld, Leute. Ich hab gern Kontrolle über meine Maschinen. Ich kann nicht glauben, dass wir eine Quarry bauen. Beziehungsweise schon gebaut haben. Hier unten ist Obsidian. Ich glaub's erst, wenn sie läuft. Jetzt wäre es, glaube ich, cool, wenn ich das hier abreiße. Sag das nicht den Goro. So, 8 Tanks habe ich jetzt. Da passt ja dann ein bisschen was rein, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal mit dem Cobblestone mit, dann bauen wir das gleich mal ein bisschen schicki. Schickimicki? Schickimicki, Leute. Scheiße. Und wie? Also, und wie befeuere ich die Pumpe? Redstone Engines reichen da. Diese Stille, ich mag sie. Und dann, wenn er sich denkt. Genau die Stille ist das nämlich. Ja, weil ich mir das halt wirklich denke. Und er hat trotzdem recht. So. Scheiße. Ja, manchmal hasse ich diesen Nephias. Und manchmal liebe ich ihn. Okay. Die Fresse. Kasselbecher bauen. Frag mich, was das wird. Es ist ein Kunstwerk. Ich sollte vielleicht aufhören, mit den Dias hier hinten rumzulaufen, oder? Ist ja egal, ich komme ja in den Grabstein. Warum Ach ja, stimmt du nicht ja. In der Nacht rumlaufen. Wie bitte? Warum solltest du nicht in der Nacht so rumlaufen? Oh, das Dach sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Also nicht, dass es mich das jetzt überrascht, ne? Hast du eigentlich unseren Adweg hier mit Gravel jetzt gemacht? Ja, weil mich das angekotzt hat, ey. War das offscreen? Ja, das habe ich gemacht, als die Portale da waren. Da habe ich mir gedacht, boah, der scheiß Weg hier. Hast du gemacht, ne? Ich habe das den, ja. So, Leute, ich. Konnte nur von dir sein. Also, hey. Was sagst du, ey? Finde ich nicht okay, dass du mich hier so... Nein! Aua. Ja, ja. Geschieht dir ganz recht. Ich hab die Beine gebrochen, du Sack. Boah, es gibt einen Tank-Card. Ich werd halt nicht schlau, wie man einen Iron-Tank baut. Das ist ein Multiblock. Achso, hier. Da brauchst du mehrere Sachen für. War das die Kuh oder warst du das? Was denn? Die hier von meiner Fresse rumlief. Kuh und ich. Ich dachte, ich hätte einen Pikachu gesehen. Ach ja, ich hab hier die Pikachu-Hüter auch. Ein wildes Pikachu, ich wollte es gerade fangen. Vielleicht kommt das Safari-Netz und dann krieg ich's, ey. Dann krieg ich dich, ey. Man kann einen Panzer bauen.
Ja, das gehört zu Pflanzmod. Ich bin gekauft. Gekauft. Kann ich den dann auch hinstellen, oder? Der wird dann auch, den kann man dann auch fahren, ja. Geil. Guru hat seine Mods gefunden. Ich baue einen Panzer. Nee, ich wollte, die Pumpe haben. Da ist die Pumpe. Und dann wollte ich mir die Engine von unten holen. There is the pump. Weil das Brot hochdingsen ist, glaube ich, nicht so geil. Habe ich dann doch eingesehen, dass das eine scheiß Idee war. Aber ich wollte damit zeigen, dass ich halt auch Technik kann. Kannst du. Wenn auch nicht die krasse, aber ich kann ein bisschen. Stand in deiner Bewerbung. Ich habe drauf gehofft. In meiner Bewerbung, genau. Ja. Jetzt muss ich das Zeug noch. So. Müssen wir die noch waterproof kriegen, oder? Oder gibt's das hier nicht? Was denn? Die Transport Pipes, muss ich die nicht waterproof machen? Oder ist das in dem Modpack egal? Oh, jetzt habe ich Minecraft klein gezogen. Bau doch einfach Fluidux. Das wird zu einfach. Hätte ich jetzt gemacht. Fluid Pipe. Genau, weil dafür braucht man nämlich Cactus Green und so einen Scheiß. Da wir keine Wüste haben. Oder man nimmt Mossy Stone. Oder Mossy Stone. Wir brauchen. Haben wir nicht noch Mossy Stone? Ja, Cobblestone haben wir aber auf jeden Fall und Eimer. Hier ist Mossy Stone. Wie musste man den denn nochmal anordnen? Ganz außenrum Stein. Achso, du meinst, damit es Moss raus wird? Ja. Oder was? Achso, einmal 9, ne? Ja. Achso, okay, es war das Falsche. Ach, es gibt, glaube ich, 2 Mossarten, oder? Ja. Es gibt einmal das von Biome Supplanty. Ja, genau, das hatten wir in Trust and Betrayal auch. Ich brauche halt Green Dye dafür, okay. Leute. Tut mir leid. Es kann leider nichts mit diesem Zeug hier werden. Das ist doch scheiße, wieso haben wir denn keinen Kaktus? Noch keinen gefunden haben. Ist er nicht. Ich nehme jetzt mein Jetpack und fliege damit. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt Jetpacks hätten, ne? Ja, es kann doch nicht sein, dass wir keine Wüste irgendwo haben. Können wir uns nicht einen Kaktus ercheaten? Ist ja auch nicht so, dass wir noch nicht so weit. Wir sind ja erst in eine Richtung gelaufen, glaube ich. Wahrscheinlich ist direkt nebenan so eine dicke Wüste und wir heulen die ganze Zeit rum. Achso, ich sollte vielleicht meine Taschen leer machen, bevor ich suchen gehe. Gehst du echt los jetzt? Klar. Oh, er hat die Schnauze voll, ey. Kein Bock noch einen scheiß Laden hier. Raus hier. So Leute, er macht die Taschen leer. Die ganze Erde hier am Dach verteilt, ey. Das nehmen wir alles mit. So. See you later, Alligator. Okay, es ist gerade Nacht, vielleicht sollten wir anfliegen. Was war das? Nichts. Es ist Nacht, können wir uns bitte hinlegen? Ja, ich bin gerade draußen, warte. Nein! Okay. Was war denn? Ist das Herz jetzt kaputt gegangen? Bitte nicht. Da kam gerade ein Miniaturherz raus, ich will das haben. Aber eigentlich kann das doch nicht kaputt gehen, oder? Ja, ich komme jetzt raus, warte. Goro liegt im Bett und denkt sich, ich hab gerade einen Schluck getrunken. Bin schon am überlegen, wie ich die Abmoderation wieder unterschwellig reinbringe. Also, Goro, also ich weiß ja, ich verstehe ja, dass du dich freust, mich zu sehen, aber. Achso, das ist mein Rapier.
Leg dich hin, Schnuckelchen. Den oh, Rest mache ich. Nein. Bite in the pillow, darling. I'm going in dry. Das sah aber gut aus. Das sah aber gut aus. So. In welche Richtung sind wir noch nicht gegangen? Wir sind Richtung Spinnenwald schon gegangen. Wo war nochmal die große Map? F. Ich weiß ja nicht, warum du es auf F legst. Ist die Erde jetzt weg? Boah, ist hier viel Erde, ey. Wie viel Erde habe ich nie abgekloppt? Also in die Richtung hier wäre vielleicht was. Da, wo unser Spawn war, halt vielleicht. Da, wo unser Spawn war, das da. Also direkt hinter mir. Naja, dann geh ich mal los. Hast du den Stab nicht genommen zum Fliegen? Nee, der ist auch leer. Nee, wir haben doch einen zweiten gehabt. War der nicht auch leer? Nein. Wo ist der denn? Warte. Such ihn gerade. Ist hier irgendwo drin. Bist du sicher? Hier. Ich hab ihn. Ja. Juhu! See you later! Oh, ich sehe ihn schon wieder sterben. Ich sollte die Feather Falling Boots mitnehmen. Ja, nimm sie mit, wenn du sie hast. See you later! Tot. Ich hab Enderman gehört. Warst du das? Ja. Okay. Vielleicht kann man den Stab aufladen mit Enderman-Perlen. Das könnte sein. Aber das wäre zu krass. Aber da steht RF dran. Okay, wir haben gar keine Feather Falling Boots, das war Fire Protection. Ja. Warte mal, gibt's denn Rubber Boots? Nee, haben wir schon mal nachgeguckt. Feather Falling. Aber es gibt Boots mit. Doch! Bau dir, haben wir noch im Skin? Weiß nicht, jetzt bin ich auch schon lange weg. Wie kannst du welche bauen? Ach, die Hälfte meines Lebens verloren. Wo sind die denn? Leute, Pässe. Aber ob ich auf diese Reise, ob ich sie überleben werde, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge bei Let's Play Minecraft Engineers. Tschüss. Bis dahin. Tschüss, ich warte immer drauf, dass da noch irgendwas kommt. Also bis dahin. Ciao.